Die Neuauflage der TH Luft bringt interessante Änderungen mit sich, vor allem für die Prüfung von Industriearmaturen. Ein Verfahren, das bisher in der VDI 2440 geregelt war und nun unter die ISO 15848-1 fällt. Was bedeutet das für Anlagenplaner und Bauer? Mit der Übernahme der ISO 15848-1 werden die bisherigen vagen Vorgaben bei der Ventilprüfung überwunden, die unter der alten TH-Luft einen großen Interpretationsspielraum zuließen. So war beispielsweise ein direkter Vergleich getesteter Ventile nicht möglich. Wichtige Ausdauerklassen waren nicht definiert, etwa die Anzahl der mechanischen oder thermischen Zyklen. Und es wurde nur das Dichtsystem der Spindeldurchführung im Prüfverfahren berücksichtigt, nicht aber die Gehäusedichtung. Was ändert sich für Industriearmaturen? Die wesentlichen Änderungen betreffen die Absperr- und Regelorgane, wie in Kapitel 5.2.6.4 konkretisiert wird. Bei der alten TH-Luft nach VDI 2440 durften nur hochwertige, abgedichtete, metallische Faltenbälge mit nachgeschalteten Sicherheitsstopfbuchsen oder gleichwertige Dichtsysteme verwendet werden. Außerdem galten Dichtungssysteme als gleichwertig, wenn die temperaturspezifischen Leckageraten im Nachweisverfahren eingehalten wurden. Anders verhält es sich mit der TH-Luft-Novelle gemäß der ISO 15848-1. Hier werden die geprüften Armaturen in Leistungsklassen eingeteilt bezüglich Dichtheit, Temperatur, Druck und Festigkeit. Das bedeutet, dass die gesamte Armatur über die Spindelabdichtung hinaus klassifiziert wird. Ab Dezember 2025 müssen Absperrventile oder Regelorgane wie Schieber oder Kugelhähne folgende Spezifikationen erfüllen. Abdichtungen von Spindeldurchführungen, die als hochwertig abgedichtete metallische Faltenbälge mit nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse ausgeführt sind, erfüllen die Anforderungen der Leckagerate LB ohne gesonderten Nachweis. Andernfalls muss die ISO 15848-1 oder gleichwertige Prüfverfahren zum Nachweis der spezifischen Leckagerate des Dichtsystems sowie zu deren Prüfung, Bewertung und Qualifikation herangezogen werden. Um die Dichtheit dauerhaft sicherzustellen, sind Anforderungen für die Prüfung und Wartung der Dichtsysteme in Managementanweisungen festzulegen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass durch die Übernahme des ISO 15848-Verfahrens jeder, der die Prüfergebnisse einer Armatur einsehen möchte, nicht mehr den Prüfbericht durchsehen muss. Die Informationen sind über die Klassifizierung sofort verfügbar. Dies waren die wesentlichen Änderungen der TH-Luft-Novelle, die sich aus der Angleichung an die ISO 15848-1 für Industriearmaturen ergeben. Nicht vergessen, deutschlandweit sind fast 50.000 Anlagen von der TH-Luft betroffen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage bis zum Stichtag am 1. Dezember 2025 TH-Luft-konform ist.